Wenn Sie das hier lesen, ist der Schreiber dieser Zeilen entweder tot oder unter geheimnisvollen Umständen von der Erdoberfläche verschwunden. Mein Name ist Marshall Teller. Vor nicht allzu langer Zeit wohnte ich in New Jersey, gegenüber von New York City. Zu viele Menschen, zu viele Abgase, zu viel Gift, zu viel Kriminalität. Meine Eltern fanden, sie müssten meiner Schwester und mir ein besseres Leben bieten. Und so zogen wir in eine bessere Gegend. In einen Ort, der so pieksauber ist, dass man glaubt, man lebt in einer Fernsehserie. Nur leider ist das ein mehr als trügerischer Eindruck. Klar, meine neue Heimatstadt sieht ganz normal aus. Aber schauen Sie doch mal genauer hin. Das ist das Leben, von dem die Amerikaner träumen, nicht wahr? Weit gefehlt. Niemand glaubt mir, wenn ich sage, dass das hier die Welthauptstadt des Wahnsinns ist. Danke für die Zeitung, Kleiner.